Ja, hab ich dir leid. Wir sind wieder bei Let's Play Machinarium. Ja, wir sind zuletzt. Ja, was haben wir denn zuletzt gewinnen? Ja, da, wir haben da das, die Stromkabel haben abgerissen, indem wir so gewippt sind und der Vogel uns das noch gemacht hat. So. Durch die Hilfe wissen wir, wir müssen die Katze stromen. Oder wie gesagt, einen Stromschlag verpassen. Wie wir sehen, ist Saft auf der Leitung. Aber ich verstehe immer noch nicht, wie wir das irgendwie ausführen können. Also wenn wir da aufsteigen und die am Schwanz packen, dann läuft es davor und springt auf das Geländer. Ja, und sollte dann da einen Stromschlag kriegen. Tut's aber nicht. Das heißt eigentlich, wir müssten das Kabel verbinden mit dem Geländer, aber es ist Saft drauf. Jetzt können wir den eigentlich. Ah ja, das könnte man nochmal verschirmen. Jetzt müsste es nochmal. Kein Saft mehr drauf sein. Ah ja, gut, das haben wir übersehen. So, jetzt müsste das Geländer unter Strom stehen. Und jetzt müsste nochmal die Katze ohne Gewicht kriegen. Ja, und dann, was dann passiert, das weiß ich nicht. Das sehen wir jetzt gleich. Und jetzt? Also abgelangen können wir es auf jeden Fall nicht, weil es unter Strom steht. Vielleicht drehen wir den Strom wieder ab. Es ist so gefallen. Ach, die können wir mitnehmen. Ja, was machen wir denn mit der Katze? Die Ölkanne haben wir immer noch. Müssen wir die nochmal füllen? Also der Opa hat schon Öl gekriegt. Vielleicht braucht sie ja Öl. Ja, ich bin mir da gar nicht sicher. Jetzt glaube ich, war doch bei dem Musiker irgendwas in dem Ohrenrohr drin hat. Und dann möchte ich jetzt mal hinschauen. So, bei dem war doch irgendwas im Rohr drin gesessen. Genau, jetzt werden wir da vielleicht die Katze reinschicken. Dann rumpelt die da drinnen umeinander. So, jetzt haben alle ihre Instrumente wieder beieinander und können Musik machen. Und die alte Fetzdummert. Hat uns ein Radio übergeworfen. Halt. Können wir den aufklauen? Können wir sogar? Können wir denn das kombinieren? Okay, jetzt hätten wir ein Radio und den hätten wir umgebraucht bei dem. Ja, bei der Rohrzange. Also ihr wisst schon, da unten, wo wir das Rätsel mit den drei roten Schraubenschlüsseln gemacht haben. Und da werden wir jetzt nochmal abschauen.
Das war nämlich da unten in dem Gully. So, jetzt halt. Da möchten wir mal. Denn wir möchten irgendwie das Wasser ablassen. So, jetzt haben wir wieder da unten. Das müsste immer noch stimmen. Okay, was das war? Keine Ahnung. So, mit dem kann man das aufschrauben da rum. Aber der hat, wie gesagt, keinen Bock, wenn er keine Musik hört. Aber sein Grammophon haben sie ihm geklaut. Also die anderen Typen wieder. Also wenn er Musik hört, dann hat er richtig Bock dazu, das Ding runterzuschrauben. Und das haben wir zu bieten. So, jetzt geht er ab bei dem Radio. Ja, wie schaut's denn jetzt aus? Geht er jetzt da oben? Oh, das tut er sogar. Ja, was machen wir denn jetzt? Achso, er tanzt da hinten ab. Die anderen sind unter Wasser. Ja, wo gehen wir denn jetzt hin? Vielleicht einmal... Gehen wir vielleicht wieder oben? Ich weiß gar nicht mehr, was wir genau gesucht haben. Da hätte ich nochmal in die alten Folgen einschauen müssen. Gut. Ach genau, wir... Ich glaube, benötigen noch Kohle, also Geld. Denn wir können bestimmt noch mit dem Automaten hinten was machen. Da können wir uns nämlich irgendwas auslassen. Gut, gehen wir nochmal oben. Ja, übrigens habe ich auf der Spielverpackung gelesen, dass unser Roboter Josef heißt, oder vielleicht auch Joseph, aber wenn wir in Bayern sind, nennen ihn Josef. Gut, die anderen planschen da hinten. Ja, und was machen wir jetzt? Können wir nichts machen. Wir haben die Pflanzen immer noch. Können wir denn die Kanne füllen? Können wir nicht. Ich glaube, die eine wollte... was wollten die nochmal? Sonnenblumenöl? Oder Pflanzenöl? Oder irgendwas sowas in der Richtung? Oder macht ihr vielleicht das da? Ah, nicht.
Ja, der Omat war das mit der Katze. Die Uhr müssen wir wahrscheinlich nicht mehr dran. Ach, wir können da eine. Ach so, jetzt hat. Jetzt sind wir. Da hören wir, da werden wir wahrscheinlich oben müssen. Okay, da hat man, einen Knopf. Was passiert da? Da geht's abwärts.